Navigiert wird natürlich heute, wie soll es anders sein, mit der Ridelink App. So, ja. Was machen wir jetzt? Wir kriegen jetzt gleich einen Drehwurm. Ja, mal gucken, welcher Gang jetzt der richtige ist, weil der Radius ist nicht gerade groß, ne? Ja. Und vielleicht klären wir jetzt irgendwelche Mysterien gerade auf. Man lenkt beim Motorradfahren. Natürlich. So, erstmal links rum. Im ersten machen wir das jetzt. Und ich betätige jetzt schon quasi die Fußbremse, um zu stabilisieren. Moin, hier ist er, der Himmi. Ja, heute wird es wissenschaftlich. Und zwar geht es um das Thema Schräglage, Schräglagenangst. Und ich treffe mich heute mit dem Florian Scherer von Ridelink, der zurzeit seine Doktorarbeit über dieses Thema schreibt. Er hat mir da ein paar Unterlagen zur Verfügung gestellt. Jo, lieber Florian, ich habe am Wochenende mal ein bisschen quer gelesen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, deine Diagramme und Formeln, um Gottes Willen, nee, da bin ich dann ausgestiegen. Trotzdem sehr interessant alles und ich freue mich tierisch. Ich werde heute bestimmt ganz viel lernen über das Thema generell. Und ja, es gibt da so eine Hypothese von Bernd Spiegel, der in seinem Buch auch veröffentlicht hat, die obere Hälfte von dem Motorrad. Da geht es um diese Schräglagenangst. Und er hat, wie gesagt, eine Hypothese aufgestellt, dass es da wohl so eine Schwelle gibt von 20 Grad. Das sind wir aber fast, ne? Oder? Ja, jetzt würdest du sagen, oder? Jetzt würde ich sagen, sind 20 Grad, ja? Ja, das sind gute 28, du bist schon 9 drüberfahren. Ich bin so gespannt und neugierig. Wenn ihr auch Lust habt, ein bisschen mehr zu lernen noch zum Thema, bleibt dran, gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Und ja, ich bin mal gespannt. Also 20 Grad ist natürlich nicht viel an Schräglage, aber es passieren halt viele Unfälle, weil eine bestimmte Schwelle vom Kopf her, ist also überwiegend Kopfsache, vom Motorradfahrer einfach nicht überschritten werden. Da fehlt natürlich Fahrerfahrung, Praxis und ja, entsprechendes Training. Und ja, also es könnten, wenn man ein bisschen schräger geht in der Kurve, natürlich, man gerät nicht auf die Gegenspur oder nicht ans Fahrbahnende. Und so können Unfälle vermieden werden. Und das genau ist das Thema heute, unter anderem Schräglagenangst, Bremsen, Fahrwerk, Zusammenspiel und natürlich die Psychologie. Jetzt fahren wir erstmal irgendwo was essen. Da ist der Flo, wie angekündigt. Und ja, wir gucken jetzt mal so ein bisschen in die Theorie, ne? Genau. So, jetzt sind wir mal ein bisschen rumgerutscht hier um den Schreibtisch und müssen den Lüfter laufen lassen. Ich hoffe, das stört vom Geräusch her nicht so arg. Und genau, du wirst jetzt beide Hände voll zu tun haben, deswegen halte ich das Mikrofon und du erzählst mal ein bisschen was und wir können nachher die Präsentation im Video natürlich auch einblenden. Genau. Was gucken wir uns heute an? Wir wollen heute mal das Thema Schräglage genauer kennenlernen und auch ein bisschen aus physikalisch-technischer Sicht. Mhm. Dazu, was brauchen wir eigentlich? Wir haben so einen Wingman, nochmal ganz kurz, was steckt da drin? Wir haben so eine genannte IMU, das ist hier einmal markiert. Das ist eine inertiale Messeinheit, die kann Beschleunigungen messen. Drehraten, das heißt Drehgeschwindigkeiten um bestimmte Achsen. Beschleunigungen ist immer eine Veränderung in einer Geschwindigkeitsrichtung. Mhm. Und Magnetfeld, das Erdmagnetfeld kann sie messen. Und wir haben ein GPS-System verbaut, das heißt, wir kriegen noch ein Satellitenpositionssystem. Eine Satellitengeschwindigkeit, also eine Geschwindigkeit des Fahrzeugs, eine Höhe und eine Ausrichtung. Ja. Und dann ist noch so ein kleiner Linux-Rechner, den wir eben da laufen haben, der nimmt alles zusammen und rechnet dann die eigentlichen Signale aus, die wir brauchen, um so eine Schräglage überhaupt, so wie jetzt gerade, anzeigen zu können. Ja. Und diese Daten werden quasi live verschickt auch an ein Rechenzentrum. Genau. Im Prinzip, ne? Tatsächlich, die richtige Berechnung der Schräglage passiert live auf dem Gerät. Der Wingman selbst läuft mit 100 Hertz intern für diese IMU. Das heißt, jede Hundertstel Sekunde kriegt dieser Rechner einen neuen Wert aus den Sensoren. Und unser GPS ist bis 10 Hertz fähig, also jede Zehntelsekunde. Und so läuft das System intern.
Das heißt, das läuft auf einer deutlich höheren Frequenz und kriegt sehr, sehr häufiger Messwerte. Ja. Und jede Sekunde nehmen wir dann immer einen Messwert und schicken den bei uns ans Backend, an den Server. Und das ist das, was ihr dann in der normalen App mit dem Wingman Pro sehen könnt. Mhm. Das, was wir heute machen und wo wir auch jetzt hier diese zwei Geräte dabei haben, das ist, sieht von außen gleich aus, aber das ist der Wingman Race. Ja? Der sieht eigentlich gleich aus, ist aber ein bisschen gepimpt. Okay. Der kann nämlich dauerhaft auch auf höherer Frequenz aufzeichnen. Das macht er derzeit dann noch intern. Wir könnten es aber auch mit dieser Frequenz raussenden. Das ist natürlich immer eine Frage des Datenvolumens, deswegen machen wir es nicht. Wir könnten das jederzeit machen. Das ist eine reine Kostenfrage. Daten kosten uns sehr viel Geld. Man ist da sehr verwöhnt in der heutigen Zeit. Und prinzipiell können das aber eigentlich alle Wingmans, was wir uns heute angucken. Okay. Genau. So. Jetzt kriegen wir da eine Folie. Koordinatensysteme. Ist ganz wichtig mal zu verstehen. Was hat denn das eigentlich damit zu tun? Warum ist denn das so schwierig eigentlich? Wir haben eine Fahrbahnkoordinate hier. Das ist sozusagen das, wo wir stehen. Ja. Da ist waagerecht klar, das ist genau das, warum ich den gerade hier auf dem Tisch kalibriert habe. Das sind 0 Grad. Mhm. Dann hast du dein Motorrad, was sich relativ zur Fahrbahn kippt. Das ist die Schräglage oder der sogenannte Rollwinkel. Was nach vorne nickt, das ist der Wert dann um die Querachse. Und es kann sich natürlich noch auf und ab bewegen. Das ist eine Aufwärts- und Abwärtsbewegung dann. Und dann packen wir so eine Messtechnik in das Motorrad und die bewegt sich immer mit dem Motorrad mit. Das heißt, relativ zu dem, was eigentlich die Erde macht, wollen wir ja wissen, was machen wir mit unserem Fahrzeug. Das heißt, wir müssen umrechnen in diese verschiedenen Koordinatensysteme und zurückrechnen. Und dann kommen wir schon auf einen Punkt, jetzt können wir irgendwie das Ganze messen, wir können es hin und her rechnen. Wir haben jetzt hier irgendwo in diesem Motorrad so ein Wingman verbaut. Und jetzt wollen wir ja wissen, was passiert denn eigentlich? Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten beim Motorradfahren, Schräglage aufzubauen und ein Fahrzeug zu stabilisieren. Weil das ist einer der Gründe, warum wir überhaupt die Schräglage brauchen, damit wir durch die Kurve kommen. Bei niedrigen Geschwindigkeiten, so unter 30 km/h, sind wir in so einem labilen oder quasi stabilen Zustand. Das ist der klassische Fall, wenn man nicht fährt, lässt das Motorrad los, fällt es um. Fällt um, ja. Auto nicht, hat 4 Räder, bleibt stehen, Motorrad fällt um. Das ist eine der größeren Herausforderungen, die man lernt zu bewältigen, wenn man anfängt, Motorrad zu fahren. Ja. Und das kann man machen, zum Beispiel durch Lenkbewegungen. Was wir jetzt hier sehen, ist so eine Projektion von dem Vorderradaufstandspunkt und der Durchstichachse der Lenkachse. Ja, also die Lenkung dreht sich um eine bestimmte Achse und dein Vorderrad steht an einer Stelle auf dem Boden auf. Und dadurch, dass die beiden nicht auf derselben Stelle liegen, sondern sozusagen sich virtuell um diesen Punkt drehen, können wir die Linie, wenn du die verbinden würdest, zwischen dem Hinterrad und dem Vorderrad, die verändert sich dadurch. Ja. Und das, was wir eigentlich immer wieder machen, das, was hier in Blau dargestellt ist, ist unser Schwerpunkt, also Körper samt Motorrad, der muss immer über dieser Linie sein, weil sonst kippt es in eine Richtung. Ja, also kann man sich so grob vorstellen, es gibt ja diese Trial-Motorräder, die quasi balancieren damit und die machen das auch quasi mit Lenkerbewegungen gleichen, die das im Prinzip aus und können quasi so auf der Stelle auch mit zwei Rädern stehen bleiben. Ja? Lenker, durch die Balance dann. Lenker und oder du bewegst den blauen Punkt, deinen Schwerpunkt. Ja. Du kannst das über Körperbewegung machen, das heißt, dann verschiebst du auch den Gesamtschwerpunkt oder du machst das über Lenkbewegungen, meistens eine Kombination daraus. Ja. Und so kannst du auf der Stelle stehen, auch mit einem normalen Motorrad. Weil das ist dieselbe Übung, wie wenn du irgendwas nimmst und versuchst, auf dem Finger zu balancieren, zum Beispiel so ein Handy. Das geht eine ganze Weile, solange der Punkt unterm Schwerpunkt ist und sonst kippt es zu irgendeiner Seite und fällt runter. Das ist genau die Vorstellung. War jetzt nur so eine Idee zur Veranschaulichung, ne, kann man sich, ne, weil viele kennen das mit Sicherheit. Trialfahren ist ein super Beispiel. Ja. Leute, die Mountainbike fahren vielleicht, da lernt man das auch als allererstes im Stand stehen. Ist eine tolle Übung, auch selber ganz viel mal trainieren, langsam fahren. Und bewusst darauf mal achten, hey, ich lenke da und durch das Lenken stabilisiere ich. Ja. Ja. Das ist eine ganz tolle Übung, um Kontrolle zu lernen beim Motorrad. Okay. Und dann gibt es einen zweiten ganz wichtigen Punkt, das sind die Kräfte. Und das ist das, wo du wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgestiegen bist. Ja, genau. Ich habe ein paar Formeln dazu geschrieben. Ich versuche es so zu erklären, dass das alle irgendwie mitkriegen. Es ist so, dass du hier unten jetzt vorstellen kannst, das ist die Straße wieder und hier unten ist dein Rad. Das steht auf, dein Reifen. Okay. Hier so oben, klar. Genau, so hier oben ist wieder der Schwerpunkt. Das war wieder genau dieses System mit dem, hier ist der Schwerpunkt, wenn in irgendeine Richtung, dann fällt der in irgendeine Richtung. Ja? Und so wie das jetzt da ist,
brauchen wir immer Kräfte, die sich ausgleichen, dann ist das System wieder stabil. Diese Geschwindigkeit, Kräfte, ne? Zum Beispiel eine Geschwindigkeit, weil wenn du jetzt eine Kurve fahren würdest, hättest du hier oben dieser rote Pfeil, das ist deine Fliehkraft, die dich nach Kurven außen ziehen möchte. Ja. Das ist in der Physik Kreisbahnbewegung. Mhm. Du hast immer eine Kraft, die nach Kurven außen zieht. Und die Gegenkraft dazu, das ist die, die unten am Reifen die Kräfte von Reifen auf Straße überträgt. Die muss genauso groß sein wie deine Fliehkraft. Dann fährst du eine quasi stationäre Kurve. Das ist jetzt der Zustand. Ich fahre auf einer unendlich langen Kreisbahnkurve. Mein Beispiel ist immer Autobahnauffahrt. Ja, fahre ich gerne. Eine Schräglage, ja. Oft ein sehr konstanter Kurvenradius. Genau. Das Einzige, was da immer nervt, das sind die anderen Leute. Genau. Die einen davon abhalten, vernünftig durchzufahren. Ja. Aber auch das sind ganz tolle Kurven, weil das ist das, wo man plötzlich mal merkt, ich kann das irgendwie ins Gleichgewicht bekommen. Ja. Ich merke aber immer, das ist möglich, das stimmt. Das sind diese Formeln, die hier oben stehen. Wir haben da Einflussgrößen als Motorradfahrer drauf, wie groß die Kräfte vor allen Dingen hier unten am Reifen sind. Weil die Fliehkraft ist ja eigentlich eine resultierende Kraft, die wir nicht beeinflussen können. Was wir aber beeinflussen können, ist die Kraft hier unten am Reifen, am Radaufstandspunkt. Genau. Und zwar können wir das über diese zwei Faktoren. Das eine, Phi, ist die Größe für den Rollwinkel, für die Schräglage. Ja. Das heißt, es gibt eine Kraft am Reifen, die proportional zur aktuellen Schräglage wirkt. Und das hier, das ist der sogenannte Schräglauf, Alpha. Das ist eine Kraft, die entsteht, wenn ich den Reifen relativ zur Fahrbahn drehe oder verzwänge, sagt man eigentlich. Und im Stand merkt man das auch. Wenn du im Stand den Lenker drehen willst, dann hast du irgendwie so eine Kraft, die dich immer wieder zurückdrängt. Das ist eigentlich dein Gummi vom Reifen, das so versucht, so ein bisschen wieder zurückzukommen. Ja. Das wird gedehnt. Ganz viele kleine Federchen kannst du dir vorstellen unten, die sich jetzt ziehen. Die wollen den Reifen wieder zurückzwängen. Das ist der sogenannte Schräglauf. Und das ist unsere eigentliche Einflussgröße, wie wir Schräglage verändern können, aufbauen und abbauen. Und deswegen, und das glauben ganz viele Leute nicht, und vielleicht klären wir jetzt irgendwelche Mysterien gerade auf, man lenkt beim Motorradfahren. Natürlich. Und über dieses Moment erreicht man eine Schräglaufseitenkraft und die führt dann dazu, dass ich entweder hier unten mehr habe als da oben. Das heißt, dann wandere ich sozusagen rein oder ich habe weniger, dann wandere ich raus und das ist aufstellen oder reinfallen in die Kurve. Eine Frage dazwischen, ich würde mal behaupten, dass die Schräglage nicht verantwortlich ist für die mögliche Geschwindigkeit. Man nicht alleine verantwortlich ist für die mögliche Geschwindigkeit, die ich in einer Kurve fahren kann. Da kommen wir gleich in der nächsten Folge dazu. Okay, du hast perfekt das richtige Thema getroffen, weil das sind die reinen Kräfte, die jetzt wirken, die man sich einfach mal vorstellen muss, was passiert, damit wir überhaupt diese Schräglage aufbauen. Und wenn wir jetzt in dieser Haltephase sind, das ist jetzt noch einfach mal Sturz, Schräglage und Schräglauf, Lenken. Mhm. Das sind die beiden Kräfte, die eigentlich am Reifen wirken. Und das ist dann das, wie die Schräglage aufpasst. Jetzt kommt der eigentliche Teil, der deine Frage beantwortet, in der Geschwindigkeit. Da haben wir ganz viele Formeln, aber ganz, ganz wichtig ist hier unten der Teil. Hier steht eine Formel. Das heißt, Phi, Schräglage wieder, Rollwinkel, ist abhängig von der Querbeschleunigung und der Gewichtskraft oder Erdbeschleunigung. Hier oben eingezeichnet, das ist wieder die Fliehkraft, die uns nach außen ziehen möchte. Die Gewichtskraft zieht uns nach unten und die resultierende zeigt in Richtung des Reifenaufstandspunktes, weil auch sonst stellt sich dieses Fahrzeug auf. Ja. Oder rollt eben weiter rein. Es geht immer um Kräftegleichgewichte bei uns eigentlich beim Motorradfahren. Und interessanterweise, sehr, sehr vereinfacht, es ist ein quasi stationärer Zustand, nennt man das. Das heißt, ohne dynamische Anteile wie ein zusätzliches, ich baue noch mehr Schräglage auf oder ab. Das ist wieder dieser Fall, ich fahre unendlich lang durch die Kurve. Dieses V ist die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Groß R ist der Kurvenradius und G ist die Erdbeschleunigung. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der aktuellen Schräglage, der aktuellen Geschwindigkeit, mit der ich fahre, und dem Kurvenradius. Das heißt, wenn ich dieselbe Kurve, selber Radius, mit weniger Schräglage fahren möchte, ist ein sehr einfacher Einflussfaktor, reduziere die Geschwindigkeit. Wäre eine Möglichkeit. Aber wäre eine Möglichkeit. Ja, okay, genau. Du kommst da drauf, wo ich hin will. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Schräglage fahren möchte, in derselben Kurve, muss ich tendenziell schneller durchfahren. Oder ich verschiebe zum Beispiel den Schwerpunkt. Genau.
Ja. Da, wo die Kräfte angreifen. Ja. Weil auch das ist eine Möglichkeit. Dazu habe ich jetzt gerade keine Folie, aber das ist genau die zweite Möglichkeit. Hm. Ich kann ein Motorrad drücken, das heißt unter mir in die Kurve zwängen. Ja. Oder ich hänge mich ab vom Motorrad. Hm. Das ist dieses Lean-In, nennt sich das da. Und das ist das Einzige, was wir da machen, ist die Schwerpunktlage verschieben. Und das führt dann, dazu muss man auch mal verstehen, ein Motorrad wiegt vielleicht 200, die schwereren mal 300 Kilo. Und der oben drauf sitzt, ich will jetzt von mir aus, nehmen wir mal knapp 100 Kilo ungefähr, dann ist das, je nachdem, ein Drittel der Gesamtmasse, die wir, ein bisschen weniger, weil nur der Oberkörper, aber die wir verändern. Ja. Und davon den Schwerpunkt. Gut, du hast mehr Hebelwirkung wahrscheinlich, weil du weiter weg bist vom Boden. Richtig. Deswegen brauchst du nicht ganz die Kraft, um diese 300 Kilo, sage ich jetzt mal pauschal, in Bewegung zu setzen oder mehr irgendwelche Positionen zu verändern daran. Ja. Ja, also das sind die Einflussgrößen, die ich habe, um Schräglage zu verändern in derselben Kurve. Mhm. Das heißt aber jetzt, wenn wir weiter vorgehen, merken wir uns, Geschwindigkeit und Kurvenradius hängen zusammen. Und auf jeden Fall. Und jetzt gibt es noch einen großen Faktor, wo man ja sich immer die Frage stellt, ist das eigentlich der begrenzende Faktor oder nicht, nämlich Reifen-Fahrbahn-Kontakt. Ja, ja, ja. Wir haben hier eine ganz tolle Darstellung, das ist der sogenannte Kammsche Kreis. Was wir jetzt hier wieder haben, das sind Kräfteverhältnisse. Also es geht immer wieder, es dreht sich immer um die Kräfte, wie du merkst. Ja. Und zwar einmal in Längsrichtung. Das heißt, hier auf der entsprechenden Hochachse aufgetragen und in der anderen Achse sind wir die Querrichtung. Querrichtung heißt alles, was mit seitlichen Kräften zu tun hat. Mhm. Also das, was zum Beispiel der Reifen seitlich übertragen muss oder die Fliehkraft. Ja. Und in entsprechend anderer Richtung ist jetzt die Längsrichtung, das heißt Beschleunigung und Bremsen gemeint. Das heißt, du würdest den Reifen auf die Straße stellen, vorne Längsrichtung, seitlich Querrichtung. Genau, ja. Und es gibt diesen Kammschen Kreis, kann man sich dann darstellen, ein Verhältnis aus der übertragbaren Umfangskraft und der aktuellen Kraft in Hochachsenrichtung. Das ist die, die eigentlich dazu führt, dass wir überhaupt die Kraft übertragen können. Das ist jetzt wieder ein bisschen weitergetragen, da will ich gar nicht so drauf eingehen. Man kann sich jetzt auch idealisiert vorstellen, das ist eine Darstellung für die Beschleunigung, für die Querbeschleunigung und die Längsbeschleunigung indirekt. Deswegen kann man auch ungefähr das gleichsetzen damit, dass man hier ein G Beschleunigung hätte, in Querrichtung oder in Längsrichtung. Ja. Und wir treffen jetzt einfach mal die Annahme, dass ein guter, heutiger Reifen in der Lage ist, ein G Beschleunigung zu übertragen. Das heißt zum Beispiel in Querrichtung, wir haben uns gerade diese Kräftegleichgewichte angeschaut. Das ist die Gewichtskraft nach da und zur Seite die Querbeschleunigungskraft. Mhm. Und wenn die gleich sind, dann haben wir nämlich genau 45 Grad. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, ein heutiger Reifen könnte 45 Grad theoretisch übertragen. Da kommt dann noch ein bisschen ein Anteil für die Schräglage dazu aufgrund der Reifenkontur. Also dadurch, dass der Reifen nicht ideal schmal ist, sonst könntest du einfach so kippen. Wandert dein Punkt, wo du aufstehst, wandert nach außen auf der Straße, der eigentliche Kontaktpunkt, und der bringt nochmal 10% sogenannten Zusatzrollwinkel dazu. Das heißt, wenn ich laut Physik theoretisch 45 Grad Schräglage bräuchte, um diese Kurve mit der Geschwindigkeit, Annahme, der Schwerpunkt ist in der Mittelachse, zu fahren, dann muss ich nochmal 10%, also 5 Grad draufrechnen. Das heißt, ich fahre dann tatsächlich 50 Grad mit dem Motorrad, um diese Kurve physikalisch ausgeglichen zu fahren. Jetzt habe ich da, will ich mal kurz einlenken. Man muss sich ja jetzt mal so einen Reifen bildlich vorstellen. Der ist 17 Zoll im Durchmesser und hat eine bestimmte Breite von, ich gehe jetzt mal vom Vorderreifen aus, von 120 mm und hat eine bestimmte Rundung. Ja. So, aber wenn ich jetzt die Fahrbahn dagegen sehe, jetzt habe ich hier zu wenig, dann hat der Reifen ja einen Kontakt zur Fahrbahn, das ist ja minimal. Stell dir mal vor, das ist der Reifen. Ja. Wenn du jetzt hier in der Mitte durchschneidest, wäre das dein Reifenkontakt. Ja. Das ist so. Das, was eigentlich, weil das passiert hier, stell dir mal vor, hier ist oben. Wenn jetzt eine Kurve fahrt, dann rollt sozusagen das Fahrzeug zur Außenseite. Ja. Und dann hast du einen Mini-Kontaktpunkt hier irgendwo an der Seite. Ich wollte gerade sagen, der ist ja das so auch noch rund dann. Es ist ungefähr so groß. Das ist der sogenannte Reifenlatsch dann. Das ist das, was eigentlich den Kontakt hält, den Kontakt zur Fahrbahn. Zur Fahrbahn hält. Und das ist das Verrückte. Wir vertrauen unser gesamtes Leben zwei solchen Punkten, Wahnsinn, einen vorne, einen hinten an. Wahnsinn, Wahnsinn. Die halten uns eigentlich auf der Straße.
Absolut. Über den Reifen. Wahnsinn. Ja. Deswegen meine zweite Empfehlung, nie am Reifen sparen. Genau. Das ist wirklich so, also wenn ihr was für eure Sicherheit machen wollt beim Motorradfahren, kauft gute Reifen und wechselt sie auch rechtzeitig. Ja. Weil nicht nur Profil, da ist auch das Alter eben ein Thema, die werden spröde. Und genau dieses Verzahnen, was ich vorhin erzählt habe, dieses, ich verbiege mich ein bisschen und baue Kräfte, dann kann Kräfte übertragen, das wird eben weniger, je härter der Reifen wird. Ja. Der hält dann ewig, ganz toll, für sparsame Leute, aber ihr könnt nicht mehr so viel Kraft übertragen. Ja. Dadurch, dass sich so ein Reifen abfährt, verändern wir die Masse von dem eigentlich sich rotierenden Bauteil. Ja. Ja, die Massenträgheit wird verändert. Die Stabilität vom Reifen verändert sich natürlich, weil der wird ja dünner. Wird dünner, genau. Du hast weniger Material, was sich bewegen kann. Da ist ja unten drunter immer so ein Stahlgewebe unter diesem Gummi, weicher. Diesem Elastomer. Und die Kontur verändert sich auch noch. Das heißt, wenn der vorher optimal so schön gewölbt war, kann das sein, dass er jetzt hier so eine flache Stelle hat und hier eine. Und dann fährt er sich relativ asymmetrisch. Und das merkt man am meisten, wenn man wieder neuen Reifen aufzieht. Ja. Dann denkt man sich so, was ist denn mit dem Motorrad los? Genau, und es ist komplett der gleiche Reifen wie vorher, nur in neu. Fährt sich ganz anders. Ganz anders. Lenkt viel leichter ein und. Das sind ganz viele Faktoren, die zusammenkommen. Mhm. Und das Tolle ist, der Mensch ist ein sehr feinfühliger Regler. Das heißt, wir fahren dann eine Weile damit und dann haben wir das gelernt und wissen, naja, wir müssen es halt so und so machen, aber es funktioniert. Ja. Und was wir jetzt hier da sehen, nochmal zurück zu diesem Kreis. Ja. Das ist eigentlich das Potenzial, wenn wir jetzt nämlich einen Kreis ziehen würden, Längs- und Querrichtung. Das kann der Reifen in der Kombination an Kräften übertragen. Das heißt, das ist auch ganz wichtig zu wissen, wenn wir hier in der Querrichtung schon am absoluten Maximum sind und sagen, wir wollen jetzt noch Antriebskraft oder Bremskraft übertragen, dann müssen wir jetzt hier senkrecht nach oben gehen, um da Kräfte noch mehr aufzubauen. Und dann verlassen wir diesen Kreis und dann fängt er an zu rutschen. Das heißt, wenn ich eine sehr, sehr hohe Schräglage fahre, sollte ich alles, was ich mit Bremsen und Beschleunigen mache, nur sehr vorsichtig machen. Ja? Die Gefahr, dass er dann anfängt zu rutschen, ist recht groß. Im Verhältnis dazu, wenn ich jetzt so ein bisschen Schräglage fahre, sagen wir mal, hier sind wir so bei 30 Grad ungefähr, dann kann ich noch sehr, sehr weit bis hier oben nochmal beschleunigen oder bremsen, ohne dass der Reifen damit ein Problem kriegt. Aber das ist tatsächlich so, wenn ich bei einer sehr hohen Schräglage bin, keine abrupten Eingriffe, Bremse und Beschleunigen. Heutzutage haben wir tolle Regelsysteme, wir haben Kurven-ABS, wir haben auch kurvenregelbares Traktionssystem. Ja, ja. Dadurch ist das besser geworden, weil da einfach ein Computer dahinter sitzt, der genau das beachtet. Genau, da wird ein bisschen eingegriffen. Ja, das ist richtig. Und dann geht das. Das Spannende ist aber, wir gucken uns gleich mal Messwerte an, wie viel man tatsächlich auch bei einem Schräglagentraining davon ausnutzt und wie weit wir davon entfernt sind. Also wie viel Angst man tatsächlich davon haben müsste, dass das passiert. Ja. Wir wissen jetzt, der Reifen kann das und das übertragen. Wir wissen, wir haben Kräfte, die da wirken. Und wir haben Zusammenhänge. Und als nächstes wollen wir uns jetzt mal angucken, was denn eigentlich passiert, wenn wir hier so ein bisschen ruckelig hier, aber das Video stelle ich dir dann gleich nochmal anders zur Verfügung. Okay. Wenn wir hier so ein bisschen ruckelig jetzt Kreise fahren. Weil das Spannende daran ist eigentlich, was wir dann nämlich sehen, wenn wir uns das jetzt in Messdaten angucken. Okay. So sah das dann aus, als wir das damals gemacht haben. Wir sehen hier oben genau nämlich diesen Flugplatz und sind hier auf diesem Vorfeld gerade, das ist das, wenn wir hier zur Tür rausgucken, wo wir auch fahren wollten, und sind hier ganz auf diese Kreise gefahren. Und dann sieht man jetzt hier unten ist die Schräglage dargestellt. Negativ heißt nach links. Links. Und positiv rechts. Heißt nach rechts. Und hier oben in dieser Darstellung ist die dazugehörige Geschwindigkeit. Und das hier ist witzigerweise eine Kreisdarstellung, eine Kammsche Kreisdarstellung, nur ohne Kreis rundherum. Ja. Denkt dir jetzt hier rundherum von, das ist jetzt Meter pro Sekunde Quadrat, also 1G entspricht ungefähr 10, 9,81. Das heißt, denkt dir hier rundherum so ein Kreis, das ist das, was der Reifen eigentlich könnte. Und das ist das, und dunkelgrün ist schon die letzte Fahrt. Wir haben diese Übung 5-mal wiederholt. Dunkelrot war die erste Durchfahrt und dunkelgrün, je dunkelgrüner es wurde, das war die letzte. Das heißt, das ist schon das, wo ich am dynamischen unterwegs war. Und da sieht man jetzt in Querrichtung relativ viel, aber man sieht auch, das waren vielleicht im Maximum mal 7, 8 Meter pro Sekunde Quadrat, die der Reifen da übertragen musste. In Längsrichtung ziemlich wenig, weil wir wenig beschleunigt haben und gebremst während dieser konstanten Kreisfahrten. Und da ist noch Platz für den Reifen. Und daran scheitert es auch selten.
Was wir auch sehen, und das ist ein ganz spannendes Phänomen, da bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt bei dir ist. Du bist ein sehr versierter Fahrer, du fährst viel. Dadurch sieht man dann immer, da ist diese Lernkurve nicht ganz so steil, würde ich sagen. Mhm. Und die Unterschiede sind nicht so groß. Mhm. Was man aber sieht, meine erste Durchfahrt hier, Mittel 25 Grad Schräglage. Wir gucken uns immer die Linkswerte an. Links ist meine Schokoladenseite, ist auch so. Also im Kreis fahren. Immer quasi. Im Kreis. Immer im Kreis. Okay. Also das ist sozusagen jetzt, wir fahren bei 0 los, gehen hier und dann kannst du oben den zugucken, wie wir hier im Kreis gefahren sind. Ding, ding, ja, ding, ja, ja, ding, ja, ja, ding, ja, ding. Ja, 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 ja. Und bis hierhin, dann einmal umdrehen. Und andere Richtung. Und dann umgedreht, andere Richtung Kreis fahren. Und jetzt fahren wir rechts rum. Immer wieder im Kreis. Das ist die Übung, die wir sehr gerne machen, um für sich selbst auch so rauszufinden, wo ist mein eigentlicher Komfortbereich, nennen wir das immer. Wo ist die Schräglage, wo ich mich noch wohlfühle? Und was ist dann prinzipiell auch noch möglich? Da ist dann natürlich ganz viel Blickführung dabei. Du musst immer weiter im Kreis reingucken. Das ist sehr anstrengend zu fahren. Ist ein bisschen Technik dabei, die man üben muss. Mhm. Aber dann kriegt man so wunderschöne Messschriebe. Mhm. Was ganz spannend ist zu sehen. Einmal, das ist jetzt quasi aus dem Wingman ausgelesen? Das ist aus dem Wingman ausgelesen. Was der aufgezeichnet hat? Okay. Ganz genau. Ja. Und was wir zum einen sehen, und ich mache jetzt mal die letzten Fahrten weg. Ich nehme mal nur die erste Fahrt. Ich meine, das können wir ja als Wingman und RideLink-Nutzer nicht in der Form auslesen, aber es gibt halt schon die Möglichkeiten, nachher in dem Ride zu sehen, was hatte ich wann, wo für eine Schräglage, was für eine Geschwindigkeit und so weiter. Genau. Die Messdaten werden ja auch aufgezeichnet dann, ne? Richtig, plus wir arbeiten ja gerade an dieser Race- und Trainer-Variante, die kann dann auch sowas tatsächlich. Wow. Und das wäre natürlich ein total cooles Feature für Fahrtrainings, auch für sich selber. Da sich fortzubilden, weiterzuentwickeln und mal zu sehen, wo bin ich eigentlich unterwegs. Was auch noch ein Kriterium ist, also wir sehen hier oben dunkelrot überlagert, ich war deutlich langsamer beim ersten Mal. Ich habe mich dann bei der dunklen Grün getraut, einfach schneller zu fahren in dem Kreis. Und jetzt sehen wir mit dem Vergleich die letzte Fahrt dazu und sehen zum einen deutlich konstanter, höherer Mittelwert, also irgendwo so 36 Grad und ich schwank nur noch zwischen 34 und 38 oder sowas. Und ich weiß aus meinen eigenen Forschungsarbeiten, 38 Grad ist so ziemlich genau meine Wohlfühlschräglage. Ab dann geht mehr, aber ich fühle mich nicht mehr unendlich wohl. Das ist dieser Moment, wo du vielleicht anfängst zu schwitzen, wo es anfängt zu kribbeln, wo dein Puls sich erhöht, wo eigentlich dein Körper oder dein Kopf dir die ganze Zeit sagt, ey, lass mal. Ja. Wir fahren trotzdem gerne mal drüber, weil es Spaß macht. Genau. Das ist es. Weil es Spaß macht, genau, das ist der Punkt. Das Interessante ist aber, es kann auch nicht jeder. Ja. Jeder hat seine persönliche Schräglagenschwelle. Ja. Und das, was eben in den Forschungsergebnissen rauskam, da haben wir gleich nochmal zwei Folien dazu, ist. Aber was ich da dazu sagen möchte, was auch völlig in Ordnung ist und auch, ja, steht jedem zu, sich in seinem Wohlfühlbereich zu bewegen, muss, ja. Alles, was da drüber geht, ist riskant. Richtig. Und nicht nur riskant für sich selber, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer oder Mitfahrende oder was auch immer. Ja. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Und das ist zum Beispiel was sehr oft vergessen wird, wenn man jetzt in Gruppen fährt. Du bist weit hinten in der Gruppe, du wirst gezogen, nennt man das dann ja immer. Der Vordermann, der gibt ordentlich Gas und du willst hinterher. Weil du willst ja auch nicht zurückfallen, du willst ja nicht die Blöße geben, wie auch immer. Das ist aber vielleicht schon außerhalb dann deiner Komfortzone, wo du unterwegs bist. Und dann ist es dauerhaft gefährlich, ist einfach so. Ja. Du bist dauerhaft gestresst, da reicht irgendeine Kleinigkeit, dass es dann schief geht. Und sobald was schief geht, das ist das, was in den Forschungsergebnissen rauskam, dann fällst du zurück in deine Standardhandlungsmuster und die sagen dir, nee, ich kann nicht mehr als 20, obwohl du vorher 40 gefahren bist. Die 20 sind es nicht, ne? Ja, kommen wir gleich drauf. Ja. Aber es ist dann weniger als das, was du vielleicht gerade sogar schon geschafft hast. Wahlweise, wir haben es tatsächlich in den Fahrversuchen dann nie geschafft, wenn jemand sein absolutes Maximum in allen Kurven bei einer bestimmten Schwelle hatte, ist er auch in einer Schrecksituation nicht drüber gekommen. Das kann aber manchmal notwendig sein. Ja, und das finde ich auch schon sehr krass, dass man da nicht sagt, okay, ich kann ja, weil die Technik und das Material gibt es her. Reifen kannst, ich kann auch kannst. Ich kann auch 5 Grad mehr in die Schräge gehen und komme aus der Gefahrensituation dadurch raus. Ja. Aber man macht es einfach nicht, weil der Kopf sagt nee. Genau. Na, das ist das Problem. Und da springen wir jetzt mal ein paar Folien. Es gibt nämlich hier noch eine sogenannte Bewertungskurve. Da habe ich ein wunderbares Video vom Chain Robbers, auf das ich da gerne verweisen möchte, der das auch schon mal sich angeguckt hatte, was wir hier machen. Können wir auch gerne verlinken. Ne? Verlinken wir gern. Ja, klar. Sehr gerne. Da sieht man auch ein bisschen, wie diese Kurve aussieht. Das ist eine Kurve, da fahre ich gerade rein, 180 Grad Richtungsänderung und wieder raus.
Und die ist sehr synthetisch, sage ich immer, weil die hat einen konstanten Radius. Gut, die Aufnahme ruckelt jetzt hier, aber das Material kriege ich dann schon irgendwie flüssig einbauen kann. Ja. Das kriegst du flüssig. Und das ist dann eigentlich sowas, was sehr spannend ist, was man nämlich auch mit einem Wingman messen kann. Solche Schräglagenverläufe dann in diesen Messfahrten. Und die wiederum sagen mir ganz viel darüber, wie jemand typischerweise immer wieder so eine Kurve fährt, in Abhängigkeit dieses Schräglagenverhaltens. Wir haben jetzt zum Beispiel hier mal drei verschiedene Leute übereinander gelegt, blau, rot und gelb. Und jeder ist da 10-mal durchgefahren durch diese Kurve. Und das Interessante ist, jeder hat sein eigenes Muster und er spielt es immer wieder ab. Blau hat definitiv einen geringeren Komfortrollwinkel, der möchte nicht so viel Schräglage fahren, fängt aber später an, die Kurve zu fahren. Fährt länger geradeaus, dann sehr starkes Reinrollen auf diesen knapp über 20 Grad, bisschen weiter aufbauen und immer in der Mitte von der Kurve haben wir so eine leichte Delle drin. So ein leichtes Aufstellen und dann wieder reinrollen. Rot rollt auf einen knapp über 30 Grad Winkel, hält den, rollt wieder raus. Rollen heißt dann immer Schräglagen aufbauen. Nur zu erklären. Gelb fängt immer mit einem relativ hohen Schräglagenwert schon an. Mitte 30 Grad, baut dann auf bis zu über 40 Schräglage auf und beendet die Kurve wieder. Ja. Und das sind diese Erkenntnisse gewesen, die die Grundlage sind eigentlich für meine ganze Promotion, dass man sagt, wir spielen immer wieder dasselbe Muster in der Kurve ab. Das war jetzt auch eine 180-Grad-Kurve, die da gefahren wurde. So also mit gerade anfahren, so 180 Grad, wieder raus. Da kann man ja auch schön sehen, wenn die Folie jetzt aufliegt, quasi, wo der Scheitelpunkt ist von dieser Kurve. Und man sieht bei dem gelben oder orangen Fahrer, der hält die Schräglage bis fast zum Kurvenausgang. Ja. Und baut ja immer noch weiter auf. Und baut noch auf, die Schräglage, Und fährt dann quasi Kurvenausgang erst wieder aufrichten. Und, Und das ist das Interessante, wir haben jetzt darüber so Koeffizienten und entsprechende Basiswerte und sowas entwickelt, worüber dann wir jeden, der eigentlich da fährt, bewerten können. Wüsste ich nicht, wo ich mich jetzt da selber einsortieren würde. Deswegen wollen wir das nachher machen. Dann hätten wir ja einen Vergleich. Und wenn wir jetzt nicht bei diesen Verläufen sind, sondern nochmal auf diese persönlichen Grenzen eingehen. Das ist genau diese Kurve, die seht ihr jetzt mal da unten aufgebaut. 180 Grad Richtungsänderung, gleichbleibender Radius. Und wir haben jetzt 10 verschiedene Leute da durchfahren lassen. Immer, immer wieder. Dann aufgeteilt, das ist eine ganz schöne Darstellung. Wir sehen jetzt hier auf der Achse den eigentlichen Schräglagenwert. Und diese Kästen hier, die geben immer an, in welchen Bereichen du dich aufgehalten hast in dieser Kurve. Und zwar über alle Durchfahrten hinweg mit Ausreißern. Das heißt aber, dass 97%, sogenannte Perzentile sind das dann, deiner Durchfahrten sich innerhalb dieser Kästen bei den Werten aufgehalten haben. Und da haben wir Fahrer 1, 2, 3, 4 bis 10. Und auch da links und rechts getrennt wieder. Mhm. Hier das eine ist dieses braun-orange, das andere ist dann blau. Ja. Und da sehen wir auch wieder ganz individuell. Also erstens ist nicht jeder beim gleichen Wert. Jeder hat seine eigene typische Grenze oder seinen Wert, wo er sich gerne aufhält. Und wir sehen, dass manche, wie Fahrer 2, da komplett links und rechts gleich fahren. Das ist egal, wie rum du den durchschickst, der fährt immer wieder im selben Bereich zwischen 30 und 33 Grad. Dahingegen jetzt Fahrer 5 im Verhältnis dazu, der fährt in den Linkskurven. Lass mich gucken, blau ist links und braun ist rechts, das heißt rechts deutlich mehr als links. Und da kann ich ein kleines Geheimnis verraten, diese Person hatte kurz davor in der Linkskurve einen Unfall. Kann Zufall sein, dass das jetzt so aussieht, ist aber de facto so gewesen. Wir haben die auch danach befragt, die Leute immer, wie habt ihr euch wohl gefühlt? Da war ganz klar auch, dass die Aussage, also links ist immer noch, er hat da Schiss. Sieht man wieder in diesen Grenzen. Und zwar rechts ordentlich. Ne? Also zwar, wir sagen immer die Streuung, das heißt, wie groß oder wie lang ist dieser Kasten, das heißt, wie viel streut das? Ja. Das heißt eigentlich, wie wiederholbar, gleichmäßig bist du immer wieder gefahren. Oder hast gesagt, beim einmal mehr, bisschen weniger, bisschen mehr. Je kleiner die Streuung ist, das passt damit zusammen, wie viel Erfahrung die Person hat. Weil auch das sehen wir immer wieder. Wenn du sehr, sehr viele Kurven in deinem Leben gefahren bist, fährst du auf eine Kurve zu. Du baust dir immer in deinem Kopf deine virtuelle Karte von dieser Kurve. Du baust dir deine Bahn, planst du durch diese Kurve und du versuchst, das abzufahren. Wenn das nicht klappt, musst du korrigieren. Jede Korrektur ist irgendwie so ein Wert, der abweicht
von diesem Optimum. Ja. Das heißt, die perfekte Kurve ist eigentlich drauf zufahren, Schräglage aufbauen, Schräglage abbauen. Geschwindigkeit halten. Raus. Dann, genau. Ja, vielleicht bis zum Schaltepunkt noch ein bisschen Geschwindigkeit abbauen, dann wieder raus. Aber Schräglage smooth und konstant auf einen hohen oder nicht hohen Wert, auf einen Komfortwert und wieder raus. Ja. Und je größer das hier ist, je mehr das schwankt, desto typischerweise, desto mehr wird entweder korrigiert oder desto weniger vergleichbar bist du einfach bei diesen Durchfahrten. Ja. Was jetzt dazu kommt, wir haben dann, jetzt bitte mal hier unten rechts drauf gucken, hier passiert gleich was, Leute ganz oft diese Kurve fahren lassen und plötzlich tauchten diese Piloten auf. 15 mal, 20 mal die Kurve gefahren. Ja. Jetzt haben wir oben drüber eine ganz spannende Darstellung. Das ist Rollwinkel und Rollrate in einem Plot. Das eine ist die eigentliche Schräglage hier auf der Rechtsrichtung aufgetragen und in Hochrichtung sehen wir hier die Geschwindigkeit, mit der man diese Schräglage aufgebaut hat. Das heißt, wir fahren in eine Rechtskurve zum Beispiel mit einem positiven Rollratenwert auf einen positiven Rollwinkelwert. Mhm. Das heißt, wir sind geradeaus, alles ist null, dann fangen wir langsam an, die Geschwindigkeit, mit der wir die Schräglage aufbauen, zu erhöhen, bis hier oben bei so einem Wert in diesem Fall von 20 Grad pro Sekunde sind das dann. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt immer weitermachen würde, würde ich pro Sekunde 20 Grad eine Schräglage aufbauen, bis zu unserem persönlichen Maximum. Und dann hören wir auf mit der Bewegung. Hier sehen wir jetzt jemanden, Fahrer 4, der auch hier wieder auftaucht, mit einer sehr geringen Komfort-Rollwinkelwerten, in einer ganz anderen Kurve. Das ist das Interessante daran. Okay. dass diese Streuung, die wir hier auch sehen, daherkommt, dass diese Person gerne so Kringel einbaut. Was ist das eigentlich? Das ist ein Randtasten an eine höhere Schräglage. Das ist ich fange mal an und rolle hier so auf 15, 18 Grad. Ach, das war ein bisschen wenig, ich kann ja noch mehr. Zack. Ja. Dann brauchen wir immer aufgrund dieser ganzen Kräfte, die ich vorhin erklärt habe, ein kurzes Aufstellen, weiter reinrollen. Ja. Zack, bis auf die nächste. Dann merke ich so, ach, geht noch ein bisschen. Und dann kommt irgendwann das Maximum. Und über diese 15 Fahrten, die wir hatten, also jede blaue Linie hier ist eine Durchfahrt von der Kurve. Und die rote ist dann die Durchfahrt, wo wir das Hindernis im Weg gestellt haben. Ja. Die, wo wir dich gestresst haben. Nee. Ein sogenanntes pseudokritisches Manöver, was wir dann die Leute da haben fahren lassen. Die Kurve war verdeckt, hier standen Fahrzeuge, du konntest die nicht einsehen. Warst aber gewöhnt daran, weil du schon 15 Mal gefahren bist, da kann ja nichts passieren. Ja, genau. Die ist prima. Die große Erkenntnis war bei allen 10 Leuten, die wir haben fahren lassen, und das sieht man auch hier, reinrollen, wieder Geschwindigkeit, also Schräglage aufbauen, bis zu diesem typischen ersten Verharren, dann merken, oh, da ist was anders, komplettes Aufstellen, also Verändern der Linie, was ja vielleicht sogar okay ist, ich muss dieses Hindernis umfahren. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, wir sind schon an unserem persönlichen Maximum in diese Kurve reingeballert, um einfach mal zu sagen, merken dann, ah, da ist was, ich stelle mich jetzt auf, und wir haben sehr wenige Leute gehabt, die dann noch zusätzlich bremsen oder noch deutlich Geschwindigkeit verringern, weil das wäre ja wieder ein Grund zu sagen, ich brauche weniger Schräglage. Ja. Kennen wir von vorhin. Mhm. Nein, die Leute fahren relativ konstant weiter, typischerweise. Du bist schon beschäftigt damit, irgendwie da rumzukommen. Und dann musst du wieder Schräglage aufbauen. Hast jetzt aber ganz viel von der Kurve schon verschenkt und einen viel größeren Radius eingeschlagen. Jetzt müsstest du, damit du die Kurve fertig fahren kannst, vielleicht deutlich mehr Schräglage noch aufbauen, um die Kurve fertig fahren zu können. Mhm. Und das kannst du dann nicht mehr, weil dein persönliches Maximum bei 28 Grad liegt. Okay. Und dann ist es aus. Und dann fährst du im Gegenverkehr und wir haben einen klassischen Alleinunfall. Mhm. Oder wir haben einen Leitplanken touchieren oder was auch immer. Ja. Das ist so die erste Erkenntnis gewesen. Oha, diese Schwellen, diese Grenzen, die müssen wir beachten. Die sind wichtig, die sind individuell. Wir könnten keine 20 Grad hier nachweisen, bei niemandem. Ja, es ist jetzt vielleicht Zufall, dass hier so bei 20 irgendwo da mal so ein kleiner Kringel ist. Was wir aber wissen, also Bernd Spiegel und 20 Grad, konnten wir nicht nachweisen in diesen Versuchen. Was aber so ist, jeder hat seine Schwelle und die müssen wir kennen, die müssen wir berücksichtigen beim Fahren. Die können aber trainiert werden. Ja. Das heißt, diese Grenze von diesen 28, die kann man nach oben verschieben. Mit Schräglagentraining, mit Bewusstseinserfahren. Ja, man sollte aber dann wieder mal sich in seinem Wohlfühlbereich aufhalten, damit du aufrichten kannst und anschließend mehr Schräglage aufbaust, um die Kurve noch zu kriegen. Wäre das Optimum. Ja, das, ja, genau. Das wäre das Optimum. Und dafür wäre es natürlich gut, wenn man alle Faktoren kennt. Richtig. Um sie zu nutzen. Genau. Und deswegen sage ich immer,
deswegen finde ich so einen Wingman so, so sinnvoll und so praktisch, den auf dem Motorrad mitlaufen zu lassen, sich einfach selber mal angucken, was sind da so die typischen Werte und was ist das, wo, in welchen Bereichen bewege ich mich eigentlich? Und verändert sich das oder ist es bei jeder Fahrt immer 32 links, 33 rechts? Kann sein. Heißt für mich, ich weiß ja, in welchen Kurven das dann so ist, dann sollte ich aufpassen. Ja, ja. Ja, ja, es kann aber auch, muss ich dazu sagen, ich kenne es aus eigener Erfahrung, ich hoffe, das geht nicht für alle so, wenn ich so ein Ding habe, was irgendwelche Werte aufzeichnet, dann gucke ich da rein und denke, was hast du denn da gemacht? Das ging da eigentlich noch viel mehr. Oder warum da nur 48 oder 49 Grad? Hallo, geht's noch? Das kann auch anspornen. Ja, oder ja, bei mir ist das so. Da habe ich dann ja, einen Eigenwettbewerb, stelle ich mir dann da auf, ne, und denke, ja, da geht doch noch. Ist doch noch Luft nach oben. Ja. Auch ein bisschen gefährlich, aber gut, das liegt an jedem selber. Und deswegen rate ich dann immer zu gesperrtem Gelände. Rennstrecke, genau. Trainings, ja, ja, ja. Sowas. Weil da kannst du einfach mal spielen. Wenn es schief geht, landest du halt im Kiesbett. Aber richtig. Das ist das, wo du richtig auch an diesen Grenzen spielen kannst. Das macht ja auch Spaß. Ist ja, ja de facto ja, so. Genau. Ja. Und nur man sollte sich selber einfach gut einschätzen können. Genau. Das ist das Wichtige daran. Ja. So, was machen wir jetzt? Wir kriegen jetzt gleich einen Drehwurm. Okay. Du hast jetzt hier einen Race-Wingman drauf, ich auch. Ja. Und wir fahren jetzt gleich genau diese Schräglagenübung, das heißt Kreise fahren, links rum, umdrehen, rechts rum. Und das machen wir 3-4 Mal. Jeweils 10 Mal. Jeweils 100 Mal. Oh, nee. Der wird schwindelig. Es wird ja wirklich schwindelig. Nee, deswegen, wir fahren das jetzt eine ausreichende Anzahl, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir uns danach an, wie das dann im Messer aussieht. Super, ja, also legen wir los. So, jetzt fahren wir Kreise. Immer schön außen rum. Erster Gang. Ja. Jetzt habe ich nicht konstant gefahren, weil ich dachte, der Flo wird geradeaus fahren. Ja, ich richte zwischendurch, richte ich immer mal wieder auf. Weiß ich noch nicht. Ich fahre jetzt mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie er das meinte. Oder gut. 41,40 zeigt er jetzt an. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich mache jetzt mal mit Sportdisplay. Ich versuche auch nicht drauf zu gucken. So, erstmal links rum. Im ersten machen wir das jetzt. Und ich betätige jetzt schon quasi die Fußbremse, um zu stabilisieren. Ja, am ersten bin ich, glaube ich, gleichmäßiger unterwegs, aber die Auswertung wird es nachher zeigen. Und was ich mache, ich lenke mit ein, merke ich gerade so. Jetzt mache ich den Radius sogar noch kleiner, dabei könnte ich eigentlich schneller fahren. Das Ganze rechts rum, auch im ersten. Also der Radius ist wirklich klein. Jetzt versuche ich einfach mal ein bisschen gleichmäßiger als eben im zweiten Gang zu fahren. Und was ich halt spüre, Lenkeinschlag kommt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Blickrichtung ein bisschen ändern. Schon verrückt hier. Soll reichen. So, Flo, jetzt haben wir den praktischen Teil gemacht und ja, wir sind auf dem Platz hier, ja,
fünf, sechs Mal, vier, fünf Mal links rum und haben, ne, sind aus dem Kreis raus und sind dann rechts rumgefahren und das Ganze haben wir dann zweimal wiederholt. Mhm. Und die Messdaten liegen jetzt hier auf dem Tisch. So, dann sag doch mal, was man da, also ne, man kann ja schön sehen, was wir gemacht haben. Genau. Und genau, erklär mal. Ich fange mal an. Wir haben jetzt hier unten links wieder die Schräglagenwerte aufgetragen. Null ist aufrecht. Negative Werte bis hier unten sind links rumgefahren. Seht ihr, ja. Links. Seht ihr oben, wie sich der Zeiger bewegt. Ja. Dann siehst du hier einmal umgedreht. Genau. Und dann kommen die rechts rum. Dann geht's rechts rum. Rechts herum. Das heißt, hier oben positiv rechts rumfahren, unten links rum. Ja. Hier oben die Geschwindigkeit und hier unten wieder diese wunderbare Darmstellung, da schon aus dem Kamm'schen Kreis. Ja. Was sehen wir jetzt hier beim Himi? Himi ist jetzt also das, dunkelrot. Das bin ich jetzt. Und die allererste Fahrt, das bist das du. Das ist meine erste Fahrt. Deine allererste Fahrt. Und war ganz cool, wir haben uns direkt unterhalten während der Fahrt noch. Was waren dein Gefühl? Und er sagt, es war irgendwie unstetig und komischer Radius. Und es ist eine total ungewohnte Übung. Ungewohnt im Kreis zu fahren, habe ich gesagt. Ja, das ist auch nicht ungewohnt, sondern unnatürlich. Ja? Richtig. Unnatürliches Verhalten. Es ist ein unnatürliches Verhalten, das stimmt. Ja. Es ist aber eine wunderbare Lehrveranstaltung für einen selbst. Und das Witzige ist, man sieht es in den Daten wieder. Ja. Wir sehen, wenn wir jetzt zoomen wir mal ran, nur an die Linkskurven. Und links ist das, wo der Himi so gesagt hat, liegt mir eigentlich, oder fühlte sich besser an. Mhm. Wir sehen, Schräglagenaufbau hier runter, ziemlich straight auf so Mitte 30 Grad. Mhm. Sind wir bei 34 irgendwas. Und dann sehen wir beim Himi ganz, ganz toll, immer ein... Ich taste mich auf so einen relativ hohen Wert vor. Das sind jetzt hier 38 Grad. Und dann eher wieder so ein bisschen abbauen, noch mehr, bis wir hier bei der Stelle wieder bei so fast unter 30 ankommen. Ja. Und das wiederholt sich. Wenn wir jetzt die Linie mal angucken, siehst du da den Punkt, hier siehst du ihn wieder, da siehst du ihn wieder. Ja. Und dann kommt wieder das Vortasten. Dann sagst du, da geht mehr, hast du ein kleines Plateau bei 34. Ach, da geht mehr, kleines Plateau bei 37. Ah, da geht mehr. Und dann kommt so die himmlische... Maximalschwelle für diese Kurve, für diese unnatürliche, knapp 41 Grad, 47, irgendwie sowas. Auch das wiederholt sich. Da, da nicht ganz, da wieder. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, wie groß war der Radius oder der Durchmesser von dem Kreis, was wir da gefahren haben? Ich würde schätzen, aber nicht viel mehr als 10 Meter. 10, 12 Meter hätte ich jetzt auch gesagt, Korreliert maximal. Auch mit irgendwie maximal. Knapp 30 km/h, wo wir das Ganze gefahren sind. Hier auch so ein bisschen geschwungen. Und ich würde mal behaupten, das kann man eigentlich gar nicht viel schneller und schräger fahren, oder? Viel schneller geht da nicht mehr. Also das Gefühl hatte ich auch. Also das bisschen kann's, was geht noch. Ja. Aber dann bist du einfach bei dem, wo auch mit dieser Kurve, mit dieser Konstellation es sehr, sehr schwierig wird. Ja? Genau. Ja. Ganz spannend. Wir sehen auch hier drüben wieder Ausnutzung, Kamm'scher Kreis. Da ist noch Luft nach oben. Ja. Das meiste, was man eigentlich sieht, und das sieht man dann bei der zweiten Fahrt, wenn wir die jetzt überblenden, was nämlich sehr witzig ist, das Muster ist wieder da. Ja. Du hast das der Hammer. Ja. Ähnlich gemacht. Ja. Am Anfang ein bisschen vor sich vorgetastet und dann wieder hier bis auf dein Maximum so 40 bisschen was, abgebaut, aufgebaut, 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 40 bisschen was und immer wieder. Ne? Ja. Hier mal eine größere Delle und das Ganze schaut bei beiden Durchfahrten sehr ähnlich aus. Wenn wir uns jetzt die Rechtskurve mal anschauen, das andere Umdrehen dazwischen. Ja, genau. Selbes Phänomen. Aufbauen, Delle. Aufbauen, Tasten, Delle. Mhm. Klassisch, dafür, hast du das jemals gemacht vorher? Nee, noch nie. Und dafür ist es sehr, sehr gut, was wir da sehen. Ich kenne andere Leute, da sieht das so aus. Ne? Okay. Also da sind das Schwingungen dann von 20 Grad zwischen, das geht gar nicht, wieder reinfahren. Und, Also ich hatte schon wirklich das Gefühl, habe ich ja eben auch gesagt, ich habe da rumgeeiert und ich habe alles Mögliche auch probiert. Ja. Ich habe mit dem Lenker gearbeitet, ich habe mit der Fußbremse gearbeitet, ich habe mit dem Fuß bei der Linksdrehung, habe ich mich vorgetastet, wann ist denn der Boden da, welche Schräglage hast du, weil da kann man ja ungefähr antesten, wie schräg, und das war alles furchtbar ungewohnt, da im Kreis zu fahren für mich, muss ich wirklich sagen. Ist es. Aber eine tolle Übung und vor allen Dingen, weil ja mein Gefühl genau in dem Diagramm, was der Wingman Race jetzt hier aufgezeichnet hat, absolut genau widerspiegelt. Ja, das ist der Hammer. Das ist das Lustige daran. Ja. Was auch sehr schön ist zu sehen, fand ich ein ganz nettes Gimmick. Wir sehen hier in der Stallung hier rechts, wie der Himi beim Zurückfahren einmal kurz Gas gegeben hat. Da habe ich schön deinen nicht ganz originalen Auspuff, glaube ich, gehört. Was hast du drauf? Den Shark, aber der ist so regelkonform. Ja, ja, das ist absolut, aber er klingt definitiv nicht nach Standard. Regelkonformer, falsch. Genau. Es ist der Standard-Auspuff. Genau. Nichtsdestotrotz mal kurz hier hoch auf, mal schnell auf
67 oder so. Das war genau das, wo wir hier immer eine Beschleunigung sehen, weil 8 Meter pro Sekunde Quadrat hat, habe ich mir mal ein bisschen Gas gegeben. Okay, so, aber hast du auch gemacht. Habe ich natürlich gemacht. Ja, das sehen wir gleich. Bietet sich an. Ja, sehen wir gleich, weil jetzt kommt nämlich Orange, Flo 1. Ja. Und Grün, Flo zweite Durchfahrt. Das ist so, hier das ein bisschen verfehlt, weil das Umdrehen ist. Mhm. Dann zoomen wir hier nochmal alles ran. Überblendet jetzt, ne? Also genau, alle das sind alle vier, genau. Alle vier? Ja. Die Dunkelrot und Hellrot, das ist der Himi. Orange und Flo bin ich. Auch ich schwanke ganz normal, sieht man. Ich habe dasselbe Phänomen. 34, 38. Ich habe vorhin mal irgendwas angekündigt. 38 ist so meine Komfortsteglage. Bisschen drüber vielleicht. Jetzt sind wir mal bei 39, bisschen was. Aber es ist de facto so. Und ich schwinge auch hin und her, halt in einem kleineren Bereich. Aber das liegt daran, gerade in der Übersicht sieht man es hier unten ganz gut. Ja. Ich mache die Übung zum, ich weiß nicht, wievielten Mal. Und dadurch ist es bei mir einfach Gewohnheit, dass das weniger variiert, das Ganze. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich auch wieder gemerkt, ich bin mit der Anleitung lang nicht gefahren. Ich bin die Übung lang nicht gefahren. Ich hätte auch mal so ein bisschen dieses Gefühl, es könnte noch stabiler sein. Wenn wir jetzt die Übung noch 5-6 Mal gefahren wären, dann wette ich mit dir, wäre es noch konstanter geworden. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen nach unten gesteigert. Weil man dann doch sollte ja jetzt auch kein Wettbewerb sein zwischen uns. Oder, ne, ging ja eigentlich darum, hier zu sehen, und das ist ja der Wahnsinn eigentlich, was da aufgezeichnet wird an Daten und wie tatsächlich das einmal dem Gefühlten entspricht. Ja, und wie doch ähnlich die Kurven sind. Ja. Ne, das ist ja absoluter Hammer. Nee, fand ich auch sehr spannend, jetzt wieder zu sehen. Toll, dass wir dieses Experiment hier zusammen durchgeführt haben. Absolut. Und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wir hatten das gerade schon mal vorher direkt danach wieder besprochen, du fühlst was, aber du bist ja nicht sicher, ob du das richtig gefühlt hast oder was da ist. Und du guckst es dir in den Daten an und sagst, ja, genau so war das. Ne? Ja. Ich bin reingefahren, bisschen aufgerichtet. Ich habe mehr... Und du siehst, jede Durchfahrt erinnerst du dich plötzlich wieder so, ach genau, das war das. Was ich ja machen wollte, ich wollte möglichst konstant fahren und habe dann Hilfsmittel benutzt, wie Lenker einschlagen, wie Fußbremse betätigen, wie mit dem Fuß vorfühlen. Das sind ja eigentlich alles Hilfsmittel, auf dem engen Radius da sich zu bewegen und um dann bei 6-7 Runden konstant zu fahren. Ja. Ne? Ist ja legitim, ja, würde ich sagen, oder? Definitiv. Also das ist ja das, worum es auch dann geht bei solchen Übungen. Mal ein bisschen spielen, wie verhält sich was, in welche Situation, wenn ich wie eingreife, wo aber nichts passieren kann. Hier ist es nicht schlimm, wenn du dich aufstellst und aus dem Kreis rausfährst. Wäre nichts passiert. Fährst halt wieder rein, passiert nichts. Ja, genau. Auf der Straße ist das halt immer blöd. Genau, da hast du entweder Leitplanke oder Gegenverkehr. Richtig. Ja. Und deswegen ist das so wichtig, sowas zu trainieren, zu fühlen und am besten sich sogar noch zu veranschaulichen. Also das hat mir unwahrscheinlich viel gebracht, jetzt das jetzt auch nochmal zu sehen. Cool. Absolut genial. Ja, super, klasse. Flo, ich würde sagen, da haben wir unsere Arbeit für heute gemacht. Ich denke auch. Ne? Wir sind durch in aller Belange. Hier sind schon die Schweißflecken. Ja, gut. Hier der Lüfter, der tut gut. Tut ey. Oh, jetzt hat kurz seine Kamera hier gemacht. Macht nichts. Genau. Da würde ich sagen, Schlusswort. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen da. Reitlink wird natürlich verlinkt, oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung, ganz klar. Und Flo, ich sag mal besten Dank und war ein toller Tag hier in Griesheim. Absolut, kann ich zurückgeben. Ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Super, ich danke dir. Ne? Ciao, ciao. Ciao.